Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Nachdem wir im letzten Video uns mal die Ist-Leer-Funktion genauer angeschaut haben, behandeln wir heute zwei weitere Funktionen dieser Art, nämlich die Ist-Zahl- und die Ist-Text-Funktionen. Beide lassen jetzt auch schon vermuten, was sie machen. Die Ist-Zahl-Funktion prüft, ob in einer Zelle Zahlen vorhanden sind und gibt uns je nachdem ein Wahr oder ein Falsch wieder. Und die Ist-Text-Funktion macht dasselbe für Text. Das prüfen wir an dieser Stelle ganz einfach mal mit der Zahl 82 und unserem Text. Und zunächst einmal für die Ist-Zahl-Funktion. Öffnende Klammer und hier passt lediglich ein Wert rein. Wir könnten hier natürlich manuell Sachen eintragen, aber wir beziehen uns hier einfach mal wieder auf diese Zelle. Und natürlich bekommen wir jetzt für die Zahl ein Wahr heraus. Für eine leere Zelle bekommen wir ein Falsch, denn es ist ja nichts drin, also ist auch keine Zahl drin, das heißt, es ist falsch. Und für Text bekommen wir auch ein Falsch heraus. Ähnlich funktioniert das Ganze natürlich für Ist-Text. Allerdings werden wir hier ja für den Text unser Wahr bekommen und nicht für die Zahl. Aber das wollen wir uns an dieser Stelle lieber nochmal genau angucken. Nicht, dass ich hier wieder Quatsch erzähle. Für die Zahl bekommen wir ein Falsch. Für eine leere Zelle bekommen wir auch ein Falsch, denn es ist ja kein Text drin. Und für einen Text bekommen wir dann unser Wahr. Natürlich macht es keinen Sinn, das hier so standalone stehen zu lassen, denn diese Funktion eignen sich jetzt wieder wunderbar, um sie in unserer Wenn-Funktion zu verschachteln. Und wir haben ja noch unsere Wenn-Funktion vom letzten Mal. Die schauen wir uns auch nochmal kurz an. Diese prüft ja bisher, ist unser Eingabefenster leer? Und wenn dem so ist, gibt es uns den Hinweis aus, dass wir doch bitte eine Eingabe machen sollen. Nun wollen wir das Ganze aber noch so erweitern, dass unser Hinweisfenster prüft, sind hier Zahlen drin? Dann soll es uns bitte schreiben, dass nur Buchstaben reingeschrieben werden dürfen, denn das ist ja unsere Bedingung, die wir hier daneben geschrieben haben. Und wenn Text drin steht, dann soll es uns keinen Hinweis ausgeben. Dafür nehmen wir mal unseren Sonstwert weg und werden das mit einer weiteren Wenn-Funktion verschachteln. Öffnende Klammer. Nun kommt ja unsere Ist-Zahl-Funktion, die sich auf unser Eingabefenster bezieht. So. Ein Semikolon. Und jetzt ist es ja so, es wird geprüft, ist da eine Zahl drin? Und wenn eine Zahl drin ist, dann soll uns ausgegeben werden, bitte geben Sie nur Buchstaben ein. So, das heißt, wir haben jetzt schon den Fall abgedeckt. Wenn unsere Zelle leer ist, dann gibt es einen Hinweis für den entsprechenden Vorfall. Und wenn eine Zahl drin ist, gibt es einen Hinweis für den entsprechenden Vorfall. Nun kommen wir wieder zum Sonstwert und setzen hier dann unsere letzte Wenn-Funktion ein. Wenn, öffnende Klammer und dann diesmal wirklich ist Text bezogen auf die Zelle D6. Und dann unser Semikolon. Dann können wir uns jetzt natürlich überlegen, was dort stehen soll. Entweder wir machen jetzt ganz einfach doppelte Anführungsstriche, denn wenn alles richtig ist, müssen wir eigentlich keinen Hinweis ausgeben. Ich könnte jetzt hier natürlich reinschreiben, alles super, Bruder, aber das werden wir jetzt einfach mal lassen. Ich setze noch ein Semikolon, jetzt sind wir im Sonstwert und hier setze ich auch nochmal doppelte Anführungsstriche. Denn wenn ich die nicht mache und unsere Eingabe stimmt trotzdem irgendwie nicht, dann bekomme ich hier ein Falsch und das sieht dann doch nicht so schön aus. Das heißt, wir beenden das an dieser Stelle und schließen auch unsere letzte Wenn-Funktion ab. Und nun schauen wir uns das nochmal an. Es wird zunächst geprüft, ist unsere Zelle D6 leer? Dann sollen wir eine Eingabe machen. Ist die Zelle nicht leer, wird geprüft, ob darin jetzt eine Zahl ist. Und wenn sich darin eine Zahl findet, dann sollen bitte nur Buchstaben eingegeben werden. Und wenn darin keine Zahlen sind, dann wird geprüft, ob eben ein Text drin ist. Und dann gibt es uns keinerlei Hinweis mehr aus, denn dann sind wir zufrieden. Wir entern das. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich irgendwo eine schließende Klammer vergessen. Und nun prüfen wir das nochmal. Im Moment sehen wir, ich habe keine Eingabe gemacht. Dann sagt er mir, ich soll eine Eingabe machen. Gebe ich eine 12 ein, sagt er mir plötzlich, bitte geben Sie nur Buchstaben ein. Das hat also an sich gut geklappt. Und nun müssen wir noch testen, wenn ich hier einen Text eingebe, dann gibt er mir keinen Hinweis mehr aus. Und die Funktion hat soweit geklappt. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.